Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Bevor wir hier weitermachen und mit Sahila sprechen, die ja dauerhaft geblendet ist, offenbar, so wie ich das sehe, nochmal kurz was zu den letzten Folgen. Ich gehe mal hier runter, damit die Dame nicht immer dazwischen quatscht. Es ist in der Tat so, dass hier bei Cam es geheime Katakomben gibt und wir die auch finden müssen. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert, nachdem mir Kollegen, die schon weitergespielt haben, gesagt haben, dass das wirklich hier alles ganz, ganz komisch aufgebaut ist und man das fast ohne Lösung nicht schafft. Und ich habe jetzt mal geschaut, wir müssen nochmal zu Cam zurück, und zwar in den Garten. Und hier nördlich irgendwo muss nochmal ein Schalter sein, der dann das Wasser in der Mitte ablässt. Und dort kann man dann runtergehen in die Katakomben. Wie man darauf kommen soll, wir haben keinerlei Hinweise bekommen, dass der Schalter hier draußen ist. Ich weiß es nicht. Finde es ein bisschen schade, weil das so ein wichtiges Element ist, das man für das Spiel braucht, beziehungsweise für das Weiterkommen braucht. Und das dann so zu verstecken. Es kann natürlich auch sein, dass ich diverse Hinweise übersehen habe. Ist auch die Möglichkeit. Wir haben jetzt nicht mehr alle Bücher so genau durchgelesen. Aber jetzt, so im Nachhinein, mir ist dann nichts aufgefallen, dass da irgendwo bei Gespräch der Hinweis war, wir müssten draußen im Garten nach den Katakomben suchen, sondern ich bin immer davon ausgegangen, dass das irgendwo im Haus sein muss. Gut, dann das zweite. Wir haben eine Blume gefunden, die laut geschrien hat. Die Blume haben wir eingepackt und haben die dann wieder abgelegt, weil die so laut schreit. Und da gab es einen Tipp, man kann die essen, man bekommt dann eine weitere Fähigkeit, können wir uns auch nochmal anschauen. Wir sprechen jetzt erstmal mit Sahila hier unten. Ich würde trotzdem noch gern den Bereich hier ein bisschen auskundschaften, einfach vielleicht, dass man hier oben dann Hinweise bekommt, eventuell, wo hier unten die Katakomben sind. Ich weiß es nicht, aber jetzt sind wir schon mal hier oben, und wenn wir hier oben nicht weiterkommen, geht es wieder zurück zu Cams Anwesen. Gut, das wäre so weit dann geklärt, und jetzt sprechen wir mit Sahila. The elves suffer, but the elves still stand. You have not seen the end of us. The mother stands tall. The war of the races approaches. The elves shall stand. You shall not see the end of us. Das war nicht das Gespräch, das ich mir so vorgestellt habe. Ich dachte, wir hätten hier ein schönes Begrüßungsgespräch, aber offenbar ist dem nicht mehr so. Na gut, dann gehen wir mal hier hoch. Wer ist hier oben? Ein unbewaffneter Elf. Hier oben ist ein Elfenkrieger. Wir hier irgendwo noch Leute, die wir kennen. Was war das denn jetzt? Wir haben irgendwas entdeckt offenbar. Den Ort hier, die Kathedrale. Stu. My big brother said a voidling will come and eat my shoes if I don't do his chores. I don't want a voidling to eat my shoes. Immer schön auf den Bruder hören. Ganz wichtig. Rosie. Our parents will be busy praying all day. We can stay out and play as long as we like. Dann gehen wir mal hier runter. Gibt's hier noch irgendwie? Oh, da liegt jemand. Eine Laterne liegt hier. Nee, Bürger Breifne. Bisschen Geld. Aber ansonsten ziemlich leer. Die sind wohl alle in der Kathedrale. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ratte Viktor Voss. Ist das der, der uns angegriffen hat? Sieht mir sehr zwielichtig aus. There's meat lying in the streets. Free for the taking. Such a bounty. I'll have to be careful not to gorge myself too much. A full rat is a slow rat. And a slow rat is a dead rat. Sehr wohl gesprochen. Viktor Voss. The man glowers from under his hood. You glower back. You can't see his eyes, but you know they're trained on you. They call you a slayer of giants. If you strike from the shadows as effectively as you strike in the light, you may find my supplies invaluable.
Bescheiden lächeln, Kämpfe zu gewinnen, ist dein Ding, dein Beruf. False modesty, eh? I like it. Better than the Paladin's unmerited pride. The folks here were safer in the Magister's hands. It's up to me to make sure citizens can stay out of sight and out of mind. Pilgrims, revelers, with every one of their cheers and prayers, they draw wicked eyes. The publicly faithful are easy targets. In Ox, strength is found only in silence. Was hast du denn anzubieten? Was haben wir denn hier? Kopfbeak. Zwei Finesse, Kriegsführung, Hydrosoph, Aerogeomant. Oh ja, ist aber auf alle Fälle besser. Das wird eingekauft. Ein Dolch, den können wir nicht brauchen. Ein bisschen Hose für die Lose. Nee, leider nicht. Fallenentschärfer-Kit können wir kaufen. Wer weiß, wann wir das nochmal brauchen. Ja, und die Bücher, die lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Können wir eigentlich nicht brauchen. So. Dann. Die Schuhe behalten wir. Nur für den Fall, dass wir doch eventuell nochmal Schloss knacken müssen mit einer Stufe höher. So, und auf die Kohle müssen wir jetzt auch nicht wirklich mehr aufpassen. You, over here. Wir haben so viel Geld jetzt. 130.000 aktuell. Das ist okay. Gut, weiter geht's. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Herwet. War der Herwet? Achso, Herwet waren die beiden, die sich gestritten haben. Yep. Und da sind wir dann wieder am Konsultat. Konsultat, ich weiß es nicht mehr. Wir gehen wieder zurück, wir gehen hier hoch, gehen zur Kathedrale. Es führt ja nur ein Weg rein, richtig? Der Weg durch die Mitte und eventuell dann nach rechts zu Aarhus Gemähern. Speichervorsorglich. Oh, ich habe noch was vergessen. Die Wiedergänger, die wir beim Konsultat nicht töten konnten. Da war die Vermutung schon so, wie ich gedacht habe, wir müssen jedes einzelne Nekrofeuer in der Nähe irgendwie segnen, damit das ausgeht. Und nur dann kann man die Wiedergänger töten. Sobald die wieder irgendwo ein Nekrofeuer finden, wo sie reinspringen können nach dem Tod, werden die wiedergeboren. Und damit wir das alles segnen können, brauchen wir eine Unmenge an Quellmagie-Punkten. Und ja, das wird nochmal schwierig. Da müssen wir mal schauen. So, wir haben hier Pilger, die hier schon schön beten. Irgendjemand, den wir kennen. Ich hoffe ja immer noch, dass wir irgendwie vielleicht mal Butter finden. Auch wenn es nichts mehr wird mit uns. Aber das wäre schon schön. Sollen wir mal mit einem sprechen hier? My friend died in Driftwood. Killed by some foul sorcerer while doing his duty as a magister. I've come here to pray for his spirit. Okay, das kann gut sein, dass das wir waren. Nun gut. Haben wir denn hier Charlie? My life, Lucian. I pledge my life. Have you got my ball? Den Hund fragen, warum er so ein langes Gesicht macht. Der Stinkmann, ist das vielleicht Cam wieder? Finger Masters used to smell old. Now he smells rotten. And he's mean. Meister Aru, fragen, ob der Hund diesem Aru gehört. Smelly man threw my ball away and now I'm sad. It's my ball and I love my ball. Hm. Leider nicht rausgefunden, wer der Stinkmann ist. Der Hündin von Herrn Aru. Ah, okay, dann ist das der Stinkmann, der Aru.
So, was haben wir hier? Ein totes Huhn. Dear Lucian, I this prayer is silly. I pledge myself to you, O Lucian. Die beten für das Hühnchen, oder was? Ach, die haben das Hühnchen geopfert. Die haben wahrscheinlich das Hühnchen geopfert, denke ich mal. So, bevor wir hier reingehen. Oh, wir gehen hier. Wollte ich eigentlich außen rum gehen? Oh, Pilgerin, ja. May Lucian return. Ein Gebet für Lucians Rückkehr anbieten. The prayer seems to echo in the hollow space inside you. May Lucian return. May he return indeed. Maybe then we can stop praying and get back to our lives. Okay. I pledge my soul, O Lucian. Gut, also wir können auch hier rüber gehen, ne? Paladin-Beschützer, Paladin-Verteidiger, da gibt's offenbar gerade Streit. For your own protection, please don't distract me from my duty. Dass die immer gleich so patzig alle sind, ne? Xanthizas Schreiber. The scribe scowls at you and turns back to his writing. Do you mind? I'm trying to write about Xanthizas, the god of mirth and laughter, and you're blocking my damn light. Ist ja schon gut, Mensch. Ist ja schon gut. Das sieht ja richtig gut aus. Ah, schöne Bildnisse. Amadia, Goddess of Wizards and Necromancers. Good riddance. Wir haben sie jetzt losbekommen. Das ist richtig. So. Das ist eine größere Kathedrale, als ich gedacht habe. Da gibt es mehrere Seitenbereiche. Überall kann man beten. Schwester Avani. Lucian's blessings to you, stranger. I'm Sister Avani, the head priestess of the cathedral. Endlich mal jemand, der freundlich wirkt. Anmerken, dass sie dann wohl die zuständige Person für die Kathedrale sein muss. Most matters, not all. Lord Ahu is the keeper of the cathedral. Only he can approach the remains of Lucian the Divine. I tend to the more typical matters of the cathedral. Guiding those who visit us in their worship and organizing the feeding and housing of our brothers and sisters, Lord Ahu included. Schwester Avani sagen, dass du sie brauchst, um Ahus persönliche Gemächer betreten zu können. No, I cannot do such a thing. Lord Ahu's privacy must be maintained. Ihr sagen, dass du nicht fragen würdest, wenn es nicht absolut notwendig wäre. Deine Absichten sind gut, das schwörst du. Nein, ich hab's falsch. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Aber ist ja egal. I simply cannot help you. It would be a terrible breach of Lord Ahu's confidence. Now, if there's nothing else, farewell. Okay, ihr kennt das Spiel. Wir sprechen mit dem Lucian's Roten Prinz. No, I cannot do und probieren es nochmal. Jetzt aber mit der richtigen Wahl. Very well. Here is the key to Lord Ahu's quarters. Please, don't cause a disturbance. Lord Ahu greatly values his privacy. Dankeschön. So, haben wir hier irgendwas? Wir werden hier nichts plündern. Wir müssen jetzt in die Gemächer von Ahu. Amadia schreibt. Achso, da hat jeder Gott quasi seinen eigenen Schreiber. So, wo Ahus Gemächer? Köchin gibt es hier drüben. Wir gehen erstmal zur Köchin. Moment, göttlicher Prälat. Ich dachte, das wäre hier die Küche. Nein? Ah, hier ist die Küche. Eine Köchin sieht aus wie ein Koch. I wish I could work in that fancy wedding I keep hearing about. I'd earn more gold over there than serving up slop to priests here. Hör auf zu meckern. Sei froh, dass du einen Job hast. Gut, dann gehen wir hier hoch. Das sind offenbar die Gemächer. Von Ahu. This place has been ransacked. Es wurde geplündert. Herr Ahu ist verschollen. Wir müssen ihn suchen oder einen anderen Weg finden, die Gruft von Lucian zu betreten. Wir sollten nach Hinweisen suchen, was mit ihm geschehen ist. Okay, und vielleicht, und ich hoffe es wirklich für das Spiel. You. Hold it right there. Was? Ich habe doch die Erlaubnis.
I don't care how many Voidworkern you've slain. You'd better explain what's going on, or you're going to the cells. Grollen, dass du dem Paladin erst kürzlich bei ihrem kleinen Scharmützel behilflich warst. Du bist eine Verbündete. Was hier passiert ist, hat mit dir nichts zu tun. Alright, you're free to go. Don't let me see you here again. This is a crime. Hallo, wir dürfen hier rein, hat die Kollegin gesagt. I warned you to keep away. You're under arrest. Jetzt sind wir auch noch verhaftet? Wo sind wir denn jetzt? Oh, jetzt sind wir hier unten. Ach nö, jetzt hör auf. Jetzt müssen wir hier ausbrechen. Nee, das tun wir uns jetzt aber nicht an, Mensch. Das ist ja Quatsch. Dieses Schloss kann nicht geknackt werden. Okay. Oh, Moment, können wir nicht. Ja, wir haben die Pyramide nicht mehr. Wo sind denn unsere Kollegen jetzt? Ach, die sind wieder hier vorne, ne? Ich fasse doch gar nichts an. Wir machen das. Wir speichern jetzt nochmal. Quatsch, wir laden jetzt nochmal. Ich hoffe, es ist noch nicht zu lange her. Ich sehe schon hier oben. Wir haben offenbar da drin gespeichert. Wir müssen nur schnell genug die Türe zumachen. Ich verstehe das nicht. Wir haben extra den Schlüssel bekommen. Und trotzdem dürfen wir hier nicht rein. Sehr schade. Eieiei. Aber das machen wir jetzt hier wie in Cams Anwesen. Wir schleichen uns rein, sobald die nicht da sind. Ich hoffe, die marschieren hier auch rum. Und dann machen wir schnell die Tür zu. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Mist. I don't care how many voices. So, wir machen nochmal das Gleiche. Wir werden alle raus teleportiert. Und jetzt laufen die hier drin rum. Das ist doch Quatsch. Jetzt hör mal auf. Das ist doch blöd. Was machen wir denn jetzt hier? Wie kann ich denn hier alles durchsuchen, wenn die hier rumlaufen hier drin? Okay, nochmal speichern. Und jetzt nochmal rein. Wenn es hart auf hart kommt. Ah, wir werden sofort verhaftet. Wir werden sofort verhaftet. Okay, jetzt wird angegriffen. Wir machen das mal. Was so gut ist, ich weiß es nicht. Sehr schön, springt gleich zu uns her, das ist ja richtig gut. Habe ich nichts dagegen. Wir müssen nur Fane wieder irgendwie holen. So, dann wird hier mal ein bisschen zugespratzt. Was machen wir denn mit dir? Du kannst nicht reinlaufen. Das geht leider nicht. Was wir machen können, wir können hier alles schön explodieren lassen. Gut. Mehr brauchen wir jetzt hier nicht machen.
Oh, jetzt geht's auf die Lose. Wir können den jetzt direkt angreifen. Hat nicht mehr viel Punkte. Ist weg. Und ich würde sagen, der rote Prinz springt jetzt dann einmal nach vorne. Und kümmert sich um die nochmal. Oh, verkrüppelt. So, dann gehst du mal hier rein. Und machst mal irgendwas Besonderes. Schön unterkühlt. Wir können den ja noch teleportieren. So. Dann nochmal angreifen von oben. So war es nicht gedacht, aber ist auch kein Problem. Habe ich wieder die falsche Taste gedrückt. So, das war's. Jetzt haben wir die besiegt. Jetzt haben wir die besiegt. Die Frage ist jetzt. Ich speichere mal jetzt normal. Damit ich mir das Quicksave nicht überschreibe. Und wir werden hier mal ein bisschen durchsuchen. Und schauen, ob wir überhaupt irgendwelche Infos liegen, die wir verwerten können. Tresorschlüssel. Oh, okay. Das hört sich ja schon mal sehr gut an. Und wir holen Fane dann zum Schluss wieder raus, irgendwie, hoffentlich. Den können wir ja eventuell dann raus teleportieren oder so. So, ein Lucians göttlicher Stab. Okay. Was machen wir denn mit dir? Den könnte man verkaufen oder auch nutzen. Schiffrolle, hier können wir wahrscheinlich öffnen. Sehr gut. These are a cat's toys. Lord Ahu is known for his affinity with cats. Ein Brief liegt hier. Ein Kristall. Schlüssel zu Ahus Gemähern. Nice. Dann gehen wir mal hier hoch. Irgendwo muss ein Tresor sein. Ich werde das wieder alles komplett übersehen. Irgendwo ein Tresor. Dann gehen wir mal hier raus. Ob das der Tresor hier draußen ist, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dass der hier irgendwo steht? Nee. Oder was? Vielleicht war das die Kiste hier. Kann natürlich auch sein. And you thought Rivellon was flat. Was war das für ein Buch? Arthurs religiöses Tagebuch. Nein, jetzt gibt was? Der blöde Koch, ich werde verrückt. Jetzt habe ich aber hier. Jetzt ist aber Schluss hier.
Das kann ja wohl nicht sein. Kommt hier der Koch rein und verlangt von uns die Sachen zurück. Was soll das denn? Ach Mist, ich sag's euch, Mensch. Das ist blöd. Okay, ich werde mich mal nochmal informieren, wie das abläuft. Das, sowas darf halt eigentlich nicht sein, ne? Jeder Dummkopf sollte auch ein bisschen hier durchkommen. Selbst so Leute wie ich. Das ist halt jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Na gut, wir werden es in der nächsten Folge sehen. Ich überlege mir was, wie wir das irgendwie jetzt wieder ins Reine bringen. Bis dann!